Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Ausgabe von Kanal 3. Wir begrüßen Sie dieses Mal wieder aus dem Wetz in Birnbach. Nächste Woche, da wird in der Region so einiges los sein, denn zum einen gibt es am Freitag ja das Zeugnis und zum anderen gibt es hier im Wetz in Birnbach an diesem Tag viele, viele Aktionen. So gibt es zum Beispiel für alle Schulkinder, die mit ihrem Zeugnis hierher kommen, ein Gratis-Eis beim Café Bölzel im Erdgeschoss. Und auch hier oben gibt es viele, viele tolle Aktionen, mehr dazu aber ein wenig später. Zuerst einmal unsere Programmvorschau. Wir haben für Sie das Cover Me Festival auf der Burg Oberfalzberg besucht, sowie die Lipizzaner, die derzeit ihre Sommerfrische auf der Stubalpe verbringen. Außerdem berichten wir vom Hoffest der Destillerie Beuchel und von der 140-Jahr-Feier der Ortsmusikkapelle St. Martin. Des Weiteren haben wir mehr über die wirtschaftliche Lage der Region bei einem Presseessen mit Landesrat Christian Buchmann erfahren, waren in der Volksschule Birnbach zu Gast, wo ein ganz besonderes Projekt zum Thema Gewaltprävention vorgestellt wurde, haben mit Jörg Leichtfried und Josef Muchitsch von der SPÖ über das Thema EU gesprochen, zeigen Ihnen in unserem Kochtipp, wie man Erdäpfelravioli mit Schafkäse herstellt und in unserem Kinotipp der Woche stellen wir Ihnen World War C vor. Sie haben es vorhin schon gehört, wir haben es schon angedeutet. Am Schulschluss, genauer gesagt am Freitag, ist hier im Wetz einiges los. Natürlich auch im Pauseneck, hier oben im ersten Stock. Mir zur Seite nun Markus Zahler. Ich glaube, bei euch gibt es wirklich eine ganz, ganz tolle Aktion. Ja, wir haben nicht nur zum Schulschluss eine Aktion, sondern nächste Woche, die ganze Woche, haben wir unsere Pizza-Aktion und natürlich mit dem Highlight am Freitag für jeden Schüler am Zeugnistag, die das Zeugnis mitbringen, bekommen von uns ein Stück Pizza gratis und natürlich auch ein Getränk dazu in PET-Flasche. Wenn man natürlich dann so eine leckere Pizza genießt, braucht man auch etwas Leckeres zum Trinken dazu und da habt ihr eine passende Empfehlung. Ja, unsere Empfehlung wäre zu Pizza dazu das neue Ingetränk, der Schillerol. Ein weststeirisches Getränk, passt gut zu Pizza, spritzig für den Sommer, ein perfektes Getränk. Und ich habe mir verraten lassen, auch frühstücken kann man bei euch ganz toll. Ja, das ist so und so bei uns im Pauseneck das neue Highlight. Wir haben jeden ersten Samstag im Monat unser Frühstücksbuffet. Lassen Sie sich von uns überraschen, es gibt immer etwas Gutes dabei. Wunderschöne Sachen, gute Sachen. Also bitte schaut's vorbei, kommt's, genießt's, freut's euch. Und wir freuen uns auf den nächsten Beitrag. Die Burg Oberfalzberg stand kürzlich ganz im Zeichen der Musik. Wer nun aber denkt, es ging ruhig zu, der irrt. Denn beim Cover Me Festival durfte so richtig abgerockt werden. Drei verschiedene Bands haben den Gästen richtig eingeheizt. Und auch Bürgermeister Ernst Meixner war mit dabei, dieses Mal aber in einer ganz besonderen Rolle. Am vergangenen Wochenende sind Liebhaber der Rockmusik voll auf ihre Kosten gekommen. Grund dafür ist das Cover Me Festival gewesen, das auf der Burgruine Oberfalzberg stattgefunden hat. Drei verschiedene Bands haben für rockige Stimmung gesorgt. Den Anfang hat die Vorgruppe Bürger Meixner and Friends gemacht. Hinter diesem Namen steckt ein Hintergedanke, denn während des Auftritts der Band hat es immer wieder Gastmusiker gegeben. Für Bürgermeister Ernst Meixner ist der Spaß im Vordergrund gestanden. Er hat es genossen, dieses Mal selbst auf der Bühne zu stehen. Sehr entspannend. Wenn man die Politik hinter sich lassen kann und sich der Musik widmet, dann ist man in einer ganz anderen Welt, in einer sehr, sehr positiven. Mit Rock- und Tanzmusik haben Bürger Meixner and Friends den Konzertabend gestartet. Das Publikum war begeistert und hat ausgelassen mitgefeiert.
Die zweite Band des Abends ist das Dire Straits Project gewesen und hat sich, wie der Name bereits verrät, ganz der Musik der Dire Straits verschrieben. Mit ruhigeren Klängen haben sie das Publikum verzaubert. Aber auch sie sind verzaubert gewesen, nämlich vom Ambiente auf der Burg. Mir gefällt es sehr gut. Ich war letzte Woche schon hier, weil ich bin ja sehr vielfältig. Ich bin eigentlich auch Techniker, also ich habe ein Tonstudio und mache auch Live-Technik. Und ich habe voriges Wochenende hier die Big Band Köflach gemischt. Das war eine Veranstaltung. Und deswegen kenne ich die Location schon. Ja. Also ich bin zwar letzte Woche auf dieser Seite gestanden, heute stehe ich auf dieser Seite. Und es sind beide Seiten interessant und ich freue mich heute schon. Hier sicher ganz lässig bei dem Wetter heute, ganz warm, angenehm. Die Krönung des Abends ist die Band The Queen Kings gewesen. Eigens aus Deutschland angereist, haben sie Freddie Mercury und Queen wieder aufleben lassen. Wir sind halt alle große Queen-Fans schon immer gewesen und das ging eigentlich darum, dass wir uns dann auf diese Songs spezialisiert haben, weil die besonders gut funktioniert haben. Durch meine Stimme, auch wenn man es nicht so, vielleicht jetzt gerade nicht so hört. Unser Bassist, der hat auch bei We Will Rock You Musical gespielt und unser Schlagzeuger auch. Und da war es dann irgendwann klar, dass wir uns auf Queen spezialisieren. Die Burgruine Obervoitsberg ist der ideale Veranstaltungsort gewesen und die Stadtgemeinde Voitsberg ist bemüht, ein abwechslungsreiches Programm zu gestalten. Wir schauen, dass wir eine breite Palette an Kulturangebot haben, also von Volksmusik, letztens das Jazz-Dinner und heute eben Rock und Pop, damit man einfach die ganze Palette durchspielen kann. Das Cover Me Festival auf der Burgruine Obervoitsberg ist eine tolle Veranstaltung gewesen und hat den Gästen Rockmusik vom Feinsten geboten. Haben wir es schon des Öfteren angesprochen. Nächsten Freitag, nämlich wenn es das Zeugnis gibt, gibt es viele, viele Aktionen hier im Wetz in Birnbach, unter anderem auch eine Verlosung bei Gigasport. Das ist richtig. Wir haben momentan die Aktion laufen, ein Skateboard zu gewinnen. Die Teilnahme ist relativ einfach. In der WEZ-Gazette ist ein Teilnahme-Coupon. Den bitte ausfüllen. Es wird bei uns ein Gewinnbox aufgestellt, einwerfen und wenn man Glück hat, gewinnt man dann dieses Skateboard. Das Skateboard selber ist eigentlich von der Bedienbarkeit recht einfach. Es ist kein spezielles Board, sondern eines für die universelle Anwendung für jedermann. Und es gibt bei euch auch ja, sozusagen eine gute Shopping-Nachricht. Es gibt viele, viele tolle Prozente. Es gibt momentan die Sommer-Sale-Aktion und die Sommer-Sale-Aktion umfasst eigentlich alle Bereiche im Sport wie auch in der Mode drüben. Natürlich sind jetzt tolle Preise, es lohnt sich immer herzukommen, aber jetzt natürlich besonders, weil ja die Gusto-Stückerl jetzt noch vorrätig sind und man kann sich wirklich nach Herzenslust bedienen. Ein Gusto-Stückerl ist auch unser nächster Beitrag und da schauen wir mal in unserer Sendung weiter. Danke vielmals. Die Junghengste des Bundesgestüts Biber sind auch heuer wieder zur Sommerfrische auf der Stube. Die Weiten der Stubalpe, gepaart mit der Schönheit der edlen Lipizzaner. Wo sonst kann man ein so einzigartiges Naturschauspiel erleben als in der Weststeiermark? Schon seit Jahren genießen nämlich die jungen Hengste des Bundesgestütes Biber ihre Sommerfrische auf der Alm. Das ist ganz wichtig für unsere Jungpferde,
bevor sie eben dann den Weg in die spanische Hofreitschule machen, dass sie trittsicher, die Sehnen werden gestärkt, der Muskelaufbau, das heißt, die Alm ist das Beste, was es für Jungpferde überhaupt gibt. Die jungen Lipizzaner können sich auf der Stubalpe übrigens frei bewegen und ihr Temperament so richtig ausleben. Dennoch werden sie natürlich nicht alleine gelassen. Zwei Mitarbeiter des Bundesgestütes Biber sind ständig bei den Pferden auf der Alm und betreuen diese rund um die Uhr. Die Pferde bleiben bis Mitte September auf der Alm versorgt. Die werden täglich in der Früh um 7 Uhr zum Putzen, zum Füttern, zum Waschen und zum Gesundheitscheck eine Stunde angebunden. Danach kommen die Pferde raus auf die Weide und bleiben dann bis 18 Uhr am Abend auf der Weide. Wer die Pferde auf der Alm übrigens besuchen möchte, für den gibt es im Bundesgestüt Biber ab sofort ein ganz besonderes Highlight. Also wir bieten täglich ab Anfang Juni, wenn die Pferde eben auf die Alm kommen, bis zum Tag vor dem Almabtrieb, das ist heuer der 13. September, Führungen auf der Alm an bei unseren jungen Wilden. Die Führungen finden immer um 17 Uhr statt. Man kann bei uns im Muttergestüt in Biber die Karten kaufen, fährt dann auf die Alm, bekommt natürlich eine Anfahrtsbeschreibung, damit man auch herfindet, fährt dann auf die Alm, wandert ein Stück her und um 17 Uhr beginnt dann die Führung. Und auch die Kulinarik kommt bei den angebotenen Almspaziergängen nicht zu kurz. Wir bieten auch täglich eine Brettljause an. Natürlich wunderschön hier beim Soldatenhaus, im Hintergrund die Pferde, Ausblick auf die schöne Weststeiermark. Und das ist natürlich auch möglich, kann man bei uns im Biber mitnehmen, ein Picknickkorb mit einer Brettljause, mit einem guten Getränk und das kann man dann hier auf der Alm genießen. Heimische Köstlichkeiten und der Anblick der edlen Lipizzaner in freier Wildbahn. Ein mehr als einmaliges Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte und das sicher nicht nur für Pferde Liebhaber etwas ganz Besonderes ist. Deine Lieblingsmusik in 2 Sekunden. Deine Lieblingssendung in 40 Sekunden. Deine Lieblingsfilme in HD unter 30 Minuten. Cablespeed Bauer, das schnellste Internet im Bezirk Voitsberg. 25 Mbit pro Sekunde um nur 33,90 Euro pro Monat. Erhältlich in Voitsberg, Einet GmbH, in Bernbach Elektroschmelzer und in Köflach Kabel TV Köflach. Frau Scherling, jetzt der Sommer hat uns hoffentlich mittlerweile erreicht. Auch bei euch, beim Biber, gibt es dann im Zuge des Schulabschlusses eine ganz, ganz tolle Aktion. Jawohl, und zwar haben wir momentan in der neuen Wetzgazette, in der aktuellen, einen tollen 20%-Gutschein. Wir wollen ja alle die Hoffnung nicht aufgeben, dass der Sommer kommt. Am besten ist, Sie nützen den für irgendeinen tollen Sonnenschutz, mindestens Faktor 30, und nützen die 20%, die Sie auf diesen Artikel kriegen. Das heißt, einfach vorbeikommen und sich selber aus. Einfach vorbeikommen in Ihrer Biber-Filiale hier im Wetz. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns. Danke vielmals, dass der Sommer endlich kommt. Und schauen einmal, welcher Beitrag jetzt bei uns dran ist. Die Ortsmusikkapelle St. Martin am Wölnisberg feierte am vergangenen Wochenende ihr 140-jähriges Jubiläum und lud deshalb zum Bezirksmusikertreffen. Wir sind dieser Einladung gerne gefolgt und waren bei den Feierlichkeiten mit dabei. Sie ist 140 Jahre alt und damit die älteste Musikkapelle im Bezirk Voitsberg, die Ortsmusikkapelle St. Martin am Wölnisberg. 1873 wurde der Verein mit 12 Musikern gegründet. Heute gehören der Traditionskapelle 39 aktive Musikerinnen und Musiker an. Besonders stolz kann die Ortsmusikkapelle St. Martin aber nicht nur auf ihr langjähriges Bestehen sein, sondern auch auf einige ganz spezielle Auszeichnungen.
Ja, das sind die steirischen Bander, da haben wir 3 Stück davon. Das ist Auszeichnungen für Marschwertungen, Konzertwertungen. Da muss man innerhalb 5 Jahren 3 mitmachen und immer mit ausgezeichneten oder sehr guten Erfolg. Dann kriegt man den steirischen Bander. Um solche Auszeichnungen wie den steirischen Panther zu erhalten, muss man natürlich eines, nämlich viel proben. Und das tun die Musikerinnen und Musiker jeden Freitag in den Räumlichkeiten der Volksschule St. Martin. Gespielt wird, was auf den Notenständer kommt. Denn Kapellmeister Siegfried Höfler ist darum bemüht, für jede Musikrichtung offen zu sein. 140 Jahre Ortsmusikkapelle St. Martin. Das gehört natürlich gebührend gefeiert. Aus diesem Grund wurde am letzten Wochenende auch zu einem großen Jubiläumsfest mit integriertem Bezirksmusikertreffen geladen. Es ist natürlich viel Arbeit, die ganze Vorbereitung, das ganze Fest. Das ist 2 Jahre Planung in etwa, dass man so eine Kapelle wie die Runden Oberkrainer zum Beispiel kriegt. Die muss man 2 Jahre vorbestellen. Und andere Sachen natürlich auch, wie Zelt und so. Ist Riesenaufwand und viel Arbeit. Auch eine heilige Messe, in der besonders den verstorbenen Musikerinnen und Musikern der Ortsmusikkapelle gedacht wurde, wurde am Festwochenende in St. Martin abgehalten. Erstens ist es, glaube ich, wichtig, dass man diesen Bestand 140 Jahre Musikkapelle feiert, weil es etwas ganz, ganz Großartiges ist. Es ist eine Quelle der Freude für viele, für die Musiker, die ihr Talent dort einbringen können, zu ihrer Freude, zur Freude der anderen, die zuhören. Eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, ein Kulturträger, etwas ganz, ganz Wichtiges für so einen kleinen Ort, dieser lange Bestand, und wir hoffen auch, dass es noch einen langen Bestand geben wird und dass Gott eine Rolle spielen darf, das freut mich auch, und für die Musik überhaupt insgesamt, sie sind ja bei allen kirchlichen Feiern immer dabei und tragen sie auch musikalisch mit ihrer Gestaltung mit. Die Ortsmusikkapelle St. Martin, 140 Jahre und kein bisschen leise. Wir gratulieren herzlich zum Jubiläum und wünschen für die Zukunft weiterhin viel Freude am Musizieren. Auch hier bei Juwelier Hafner im Wetz im Erdgeschoss gibt es zu Schulschluss eine ganz, ganz tolle Aktion bzw. ein ganz tolles Gewinnspiel, und die Barbara Högler weiß mehr. Ja, wir verlosen am Freitag um 12 Uhr eine Hip-Hop-Uhr, das will ich kurz zeigen. Die kann man kürzen, so wie sie passt, genau. Und die Gewinnkarte ist auf der Rückseite von der Wetz-Gazette. Also einfach vorbeikommen und ausfüllen, und dann geht's ans große Gewinnen. Ja, natürlich. Sie können eine super Hip-Hop-Uhr gewinnen. Dann schauen wir uns gleich unseren nächsten Beitrag an. Danke vielmals. Die Familie Beuchel vom Weinhof Beuchel hat kürzlich stolz ihre neuen Produktionseinrichtungen präsentiert. Zahlreiche Besucher sind gekommen, um bei der Eröffnung mit anschließendem Kellerfest mit dabei zu sein. In der Marktgemeinde Muskirchen hat die Destillerie Beuchel kürzlich zum Kellerfest geladen. Grund für die Feierlichkeiten sind die neuen betrieblichen Einrichtungen gewesen, die in den vergangenen 16 Monaten erbaut worden sind. Die Räumlichkeiten sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch praktisch. Von nun an kann mit der neuesten Technik gearbeitet werden. Wir haben früher ein altes Kellersteckel gehabt und das ist einfach nicht mehr vom Platz her gegangen, von der Optik her nicht mehr gegangen. Von der Technik her ist es auch schwieriger geworden. Und jetzt durch den Neubau, wo wir uns errungen haben, durchgezogen haben, meine Frau und ich, und haben wir das hingestellt, perfekt. Schöne Oberflächen, schöne große Räume, alles staplerbefahrbar, Kühltechnik. Und wie man sieht, die alte Baumpreise haben wir nicht weggeschmissen. Das ist eine Tradition für uns. Das ist uns wichtig, die alten Stücke noch zu erhalten. Deswegen haben wir die auch noch aufgestellt. Mit dem Kellerfest ist dieser Neubau nun eröffnet worden. Ein buntes Rahmenprogramm und viele Attraktionen haben auf die Besucher gewartet. Der Zag Franz macht die Schmankerli, Spanferkel gibt's. Und wir haben Bars da, wir haben Vulkanoschinken haben wir da, wir haben Kunst da, wir haben Gemälde da und Kleinhandwerker. Bürgermeister Engelbert Huber war bei den Feierlichkeiten mit dabei und ist stolz, einen solchen Qualitätsbetrieb in der Marktgemeinde Mooskirchen zu haben. Ich bin natürlich begeistert, wenn man junge Unternehmer hat, so wie es die Familie Beuchel ist, die Spitzenprodukte hat, die sich engagiert
unerhört arbeitet, die auf die Tradition des Unternehmens, der Familie aufbauen kann, dann muss man einfach dankbar und glücklich sein als Bürgermeister, weil die ja auch dafür sorgen, dass Mooskirchen weithin bekannt ist und natürlich die Lipizzaner Heimat mit ihren Produkten am besten vermarkten können. Das Kellerfest des Weinhofs Beuchel in der Marktgemeinde Mooskirchen ist ein voller Erfolg gewesen und hat zum gemütlichen Beisammensein geladen. Bei einem Presseessen in Afling wurde kürzlich Bilanz über die wirtschaftliche Lage der Steiermark gezogen. Wie unser Bezirk dabei abgeschnitten hat, erfahren Sie in unserem nächsten Beitrag. 2013 ist, so kann man aus aktueller Sicht sagen, wirtschaftlich gesehen ein durchaus positives Jahr für die Steiermark. Denn nach der Austragung der Ski-WM in Schladming wurde die grüne Mark unter 271 europäischen Regionen in diesem Jahr auch mit dem Titel Europäische Unternehmerregion ausgezeichnet. Und auch der Bezirk Voitsberg muss sich, wie Landesrat Dr. Christian Buchmann bei seinem letzten Besuch bemerkte, wirtschaftlich gesehen nicht verstecken. Also ich habe mir vorgenommen, regelmäßig in den Regionen zu sein, das Gespräch zu führen mit den Unternehmungen, auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Betrieben, um zu hören, wo der Schuh drückt, wo wir als Wirtschaftsressort dienlich sein können. Und ich muss sagen, aus meiner Sicht ist der Bezirk Voitsberg gut aufgestellt. Er hat tolle Betriebe, die leistungsfähig und leistungsstark sind, die auch auf Innovationen setzen und damit eben Beschäftigung sichern. Und wir müssen die Rahmenbedingungen als Politik schaffen, dass sich die Betriebe wohlfühlen, die Erreichbarkeit mit den Investitionen in das Verkehrsnetz ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und vor allem was die Erreichbarkeit betrifft, gibt es gute Nachrichten. Die Landesregierung hat gestern beschlossen, dass wir 15 Millionen Euro zusätzlich in die Erhaltung unseres Straßen- und Wegenetzes investieren wollen. Das ist wichtig, weil die Erreichbarkeit der Betriebe auch in den Regionen ganz besonders gefordert ist. Und ich bin froh, dass das möglich geworden ist. Der Verkehrslandesrat ist beauftragt, jetzt die Prioritätenreihung vorzunehmen und dann gehört diese Mittel rasch umgesetzt. Ein wichtiges Thema im Zuge des Bezirksbesuches von Landesrat Dr. Christian Buchmann war natürlich auch die aktuelle Lage der Wirtschaftstreibenden der Region. Na, ich glaube, grundsätzlich ist die Stimmung sehr positiv, wenn man sich auch anschaut. Die Arbeitslosenquote liegen wir unter dem Steiermark-Schmidt und auch die Jugendbeschäftigung. Hier ein besonderer Dank an die heimischen Betriebe, denn durch ihre Ausbildung bei den Lehrlingszahlen zeigt man schon, dass wir durchaus eine positive Stimmung haben und dass wir Beschäftigung schaffen und auch der Jugend hier vor Ort eine Ausbildungsmöglichkeit geben. Damit der Aufwärtstrend in der Region aber auch weiter anhält, bedarf es natürlich einiger Komponenten. Fachkräfte ist die Nummer eins, dass unsere Betriebe gut ausgebildete Fachkräfte haben. Wir sind in diesem Bereich sehr gut aufgestellt. Wir haben sehr viele KMU-Betriebe, die jetzt laufend jahrzehntelang schon gute Facharbeiter ausbilden. Und die Erreichbarkeit ist wichtig, dass unsere Betriebe, wie der Landesrat schon richtig gesagt hat, gut erreichbar sind. Und zusammenzuhalten ist auch wichtig und dass die Aufträge auch in der Region bleiben. Und da passiert auch viel bei uns, dass Aufträge, die Wertschöpfung in der Region bleibt. Wenn Investitionen getätigt werden, werden unsere Firmen auch damit betraut und beschäftigt. Landesrat Dr. Christian Buchmann auf Bezirkstour in der Region. Ein Tag mit vielen Eindrücken, spannenden Gesprächen und vor allem einem positiven Resümee, was die wirtschaftliche Entwicklung der Weststeiermark betrifft. In der Volksschule Bernbach wurde den Kindern in den vergangenen Wochen das Thema Gewaltprävention nähergebracht. Dafür wurde eine ganz besondere Theatertechnik eingesetzt. Um welche es sich dabei handelt, erfahren Sie jetzt.
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das besagt eine alte Weisheit. Und in dieser Aussage steckt, um gleich bei den Redensarten zu bleiben, durchaus ein Fünkchen Wahrheit. Denn wir alle wissen, dass es oft besser ist, nichts zu sagen. Auch die Kinder der Volksschule Bernbach haben dies in den letzten Wochen gelernt. Und zwar im Zuge eines ganz besonderen Theaterspiels, das sich Schö Dramatik nennt. Dabei darf man nicht sprechen und lernt ganz nebenbei viel über das Thema Gewaltprävention. Ein Thema, das an der Volksschule Bernbach große Beachtung findet. Es gibt bei uns insofern permanent diese Themen, weil ja auch die Konflikte unter den Schülern auch, kann man sagen, oft passieren, wenn nicht täglich, aber oft. Und da ist es eben im sozialen Lernen dann drinnen, im Sachunterricht und auch natürlich, wenn ein Konflikt ist, dass man das vor Ort lösen kann. Und da kriegen unsere Kinder jetzt in diesen Schö-Dramatik besondere Tipps und Tricks, wie man es konfliktfrei lösen kann. Die Schö-Dramatik sind in den 30er Jahren entstanden und man ist drauf gekommen, dass man ohne Sprache sehr, sehr schnell ins innere Erleben kommt. Und das nutzen wir jetzt einmal einfach für präventive Maßnahmen. Die Schö-Dramatik werden eingesetzt für ganz kleine, sogar schon für Kinder unter 3 und eigentlich bis ins hohe Alter. Es ist unglaublich, wie man auch mit alten Menschen diesbezüglich fein arbeiten kann. Finanziell unterstützt wurde das Projekt, das übrigens ein Teil des Programmes der gesunden Volksschule ist, von der Stadtgemeinde Bernbach. Wir unterstützen diese Projekte von Stire Vitalis schon seit mehr als 20 Jahren. In erster Linie ist es immer über Bewegung und Ernährung gegangen. Und in letzter Zeit sind dritte Projekte dazugekommen. Und ich glaube, das ist gut investiertes Geld. Überhaupt, wenn es hier bei diesem Theaterstück um Gewaltprävention geht, da kann man eigentlich nie früh genug anfangen. Und ich finde das sehr toll, dass schon die Kleinsten in der Volksschule, die ersten Klassler, eben sich mit diesem Thema beschäftigen. Wie verhält man sich bei einem Streit richtig und vor allem, wie kann man einem Streit entgehen? Wichtige Erkenntnisse, die die Kinder in der Volksschule Bernbach in den letzten Wochen spielerisch gewonnen haben und an die sie sich hoffentlich lange halten werden. In Volzberg wurde vor wenigen Tagen zum Pressefrühstück mit Josef Muchic und Jörg Leichtfried geladen. Thema war die EU und ihre Auswirkungen auf unsere Region. Die EU und ihre Auswirkungen auf jeden Einzelnen von uns standen kürzlich in Volzberg bei einem Pressefrühstück mit SPÖ-EU-Abgeordneten Jörg Leichtfried und Nationalratsabgeordneten Josef Muchic im Mittelpunkt. Und eines wurde einem dabei schnell klar, nämlich, dass die EU in den einzelnen Kommunen präsenter ist, als man vielleicht meint. Unsere Mitgliedschaft in der Eurozone hat dazu geführt, dass der Anteil der österreichischen Exportindustrie am Bruttonationalprodukt von ein bisschen über 30% auf 57% gestiegen ist. Das heißt, gute Arbeitsplätze in Österreich, hochqualifizierte, hochbezahlte Arbeitsplätze, das war die Leistung, weil wir das natürlich auch durch unsere Qualität selber geleistet haben. Deshalb ist es gut, dass wir dabei sind. Aber ich glaube, wir brauchen eine EU, die diese Stärken weiter ausbaut, die sich um die großen Dinge kümmert. Mindeststandards im Lohnbereich, im Sozialbereich, endlich gemeinsame Wirtschaftspolitik, Steuerpolitik, die es endlich einmal ermöglicht, wieder gerechte Umverteilung zu haben, dass auch die ganz Großen zahlen müssen und nicht die, die arbeiten. Ich glaube, grundsätzlich gehört in der EU vieles anders verteilt. Es geht ja auch um die Besteuerungsmechanismen. Derer, die etwas mehr verdienen als die anderen oder viel mehr verdienen. Ich glaube, das gehört einfach einmal ganz radikal durchforstet und angeschaut und mit Hausverstand geregelt, wie so viele Dinge mit Hausverstand zu regeln wären. Letztendlich ist Europapolitik jene Politik, wo Normen gemacht werden, die für alle gelten, die in Europa leben. Und deshalb wirkt es sich bis in die letzte Gemeinde aus. Und wir sehen immer wieder an praktischen Beispielen, dass wir vor allem als Wirtschaftsstandort Österreich und somit auch die Unternehmen in dieser Region, die Exporte machen, von Europa abhängig sind. Auch Arbeitsstiftungen werden seitens der EU immer wieder unterstützt. Und das nicht nur in den großen Hauptstädten.
Auch wir haben viele Förderprogramme in den letzten Jahren hier im Bezirk gehabt, die EU-kofinanziert waren. Und auch diese Förderprogramme haben dazu geführt, dass wieder Qualifikation stattgefunden hat, Menschen wieder in Arbeit gekommen sind und durchaus auch Arbeitsplätze gesichert. Die EU ist also auch in unserer Region allgegenwärtig. Was übrigens die Anzahl von Mitgliedstaaten in der Europäischen Union betrifft, so sollte nach Ansicht von Jörg Leichtfried nach der Aufnahme Kroatiens erst einmal Schluss sein. Vor allem ein Beitritt der Türkei zur EU steht für den Abgeordneten ebenso wie für seine Parteikollegen nicht zur Debatte. Falls Sie nicht wissen, was Sie als nächstes kochen sollen, haben wir auch in dieser Woche wieder einen aktuellen Kochtipp für Sie. Dieses Mal am Speiseplan etwas Deftiges, nämlich Erdäpfel-Ravioli gefüllt mit Schafskäse. Frisch, lecker, köstlich. Der Kochtipp auf Kanal 3 wird Ihnen präsentiert vom Restaurant Stadtseele in Voitsberg. Hallo und grüß Gott, wir dürfen heute wieder ein bisschen kochen. Heute machen wir was mit Erdäpfelteig. Wir werden eine Erdäpfel-Ravioli machen mit einer Schafkäsefüllung. Teig habe ich schon was vorbereitet. Ein bisschen in Mehl zum Rasten lassen. Nicht zu lang rasten lassen. Sonst haben wir das Problem, dass er Feuchtigkeit zieht. Der schaut nicht schlecht aus. Das könnte man mit dem Nudelholz auswalken. Das wollen wir aber nicht. Wir machen das uns ein bisschen einfacher. Wir wurzeln uns ein paar kleine Stücke. Kann man abstechen, kann man Erdäpfelknödel machen, kann man Schupfnudeln machen. Wir werden uns heute Ravioli machen. Das heißt, wenn wir ein bisschen mehr Teig brauchen. Wie gesagt, man könnte ihn auswollen oder einfach am Brett andrücken. Genug Mehl. Ein bisschen Fülle rein. Einmal umschlagen, wiederum ein bisschen andrücken. Wer es schön haben will, sticht rundherum nochmal aus. Ein bisschen eine bessere Form. Müssen wir nicht jeden einzeln machen, da können wir uns auch ein paar vorbereiten. Dann haben wir ein bisschen mehr Mehl. Erdäpfelteig aus gekochten Kartoffeln, ein bisschen Butter, ein bisschen Eigelb, Muskat, Pfeffer, Salz. Gut abrühren, bis er nicht mehr so klebt. Je dünner, desto feiner, aber wir wollen ja auch satt werden. Das können wir als Beilage machen, zum Schweinderl oder zum Händel genauso. Zum Fisch würde ich vielleicht nicht unbedingt Schafkäse machen, ein bisschen andere Fülle. Kann man auch als vegetarisches Gericht machen, Frischkäse oder als Knödel mit Krammeln. Da habe ich nur ein bisschen Butter mit Schafkäse abgerührt, ein bisschen Schnittlauch. Gewürzt habe ich das nicht mehr, Schafkäse ist eh recht würzig. So, mal putzen. Schauen, dass man am Rand den Schafkäse nicht mit hineindrückt. Wer das Fleisch vermisst, kann natürlich einen Speck anrösten und beim Schafkäse dazu runterrühren. So. Man könnte auch mit den Gabelzinken jetzt rundherum noch andrücken, dann kriegen wir ein bisschen ein Muster. Das gleiche ist schon, wenn der Ausstecher einen Wellschliff hat, dass das nicht glatt ist, sondern gezackt, hat man auch sofort ein Muster, spart man sich ein bisschen Arbeit, braucht man nicht mit der Gabel hinten nachgehen. So, dann bemehlt das Blech, damit er nicht gleich anpickt. Wenn ich das bei einer Party machen möchte für mehrere Leute, sollte das auch kein Problem sein. Kann ich es am Vormittag schon vorbereiten. Dann würde ich es aber nicht auf bemehltem Blech liegen lassen den ganzen Tag. Ich würde es im Wasser abkochen und dann mit kaltem Wasser abschrecken. Das hat den Vorteil, dass der Kartoffel dann gebunden ist, dass der Teig fertig ist sozusagen. Dann kann man das inzwischen im Kühlschrank lagern und am Abend noch einmal in der Pfanne nachbraten oder ins Backrohr geben oder frittieren, geht auch. Oder einfach noch einmal im Wasser wärmen. Naja, 5 Stück ist schon mal nicht schlecht. Für Hauptspeisenportion.
So, stellen wir uns gleich Wasser auf, die kochen wir gleich ab. Wie gesagt, Gnocchi wären im Grunde nichts anderes. Würde man so Kugeln machen. Wenn ich jetzt eine Gabel hätte, würde ich es da drüber abrollen. Mit dem Löffel hat man natürlich kein Muster drin, aber es ist im Grunde die Bewegung. Die Delle ist im Grunde dann wichtig, damit irgendwas die Soße aufnimmt. Dann Gnocchi in Käsesoße oder mit Schwammerl dann, wenn die Zeit ist. Schupfnudeln, aber der Klassiker, süß oder auch bekannt als Beilage. So, dann werden wir das Wasser ein bisschen salzen. Da werden wir es uns dann nachbraten. Röststoffe sind Geschmacksstoffe. Da habe ich schon ein bisschen an Majoran und ein bisschen an Salbei hergerichtet, dass es nur in Butter gewürzt ist, sondern schön Kräutergeschmack. So, das Wasser siedet schon. Das ist immer gut. Nochmal kontrollieren, ob die Ränder schön verschlossen sind. Sonst haben wir dann eine Kartoffel-Schafkäse-Suppe. Das wollen wir nicht. So. Sie brauchen nur leicht wallen, müssen gar nicht richtig kochen. Ein bisschen bewegen, dass es nicht gleich anpickt. Inzwischen lassen wir die Butter aufschäumen. Knödel, Schupfnudel, Gnocchi, wenn es nach oben kommt, oben schwimmt, ist es im Grunde fertig. Es wird noch ein bisschen dauern. Hoffentlich nicht so lange. Den Erdäpfelteig süß machen, mit Zucker drinnen für die Naschkatzen. Schöne Kugel formen und dann zum Beispiel ein Raffaello oder eine Mozartkugel hinein. Oder einfach nur Nougat-Kugel. Genauso möglich mit ein Stück Zwetschge oder Erdbeer, weil lieber einen Obstknödel hat. Ja, jetzt fangen wir schon an, sie kommen schon leicht nach oben. Butter schäumt auf, Salbei, da werden wir noch kurz drüber salzen, bisschen Pfeffer, so, Butter ist schon braun, Salbei hat schon Geschmack abgegeben, man kann schon riechen. Die Erdäpfel sind schon gekocht, das heißt, wir brauchen da nicht lang herumtouren. Wenn sie nach oben kommen, wie gesagt, sind sie fertig. So, ausgezeichnet, wir sind soweit. Sieht man jetzt das leicht braune von der Butter, die schwarzen Punkte sind vom Pfeffer. Verbrennt ist uns dann noch nichts. Sommergericht,
als Beilage oder einfach zum Salat drauf oder dazu. Wie gesagt, ein bisschen Arbeit, aber im Grunde keine Hexerei. Dann haben wir noch Majoranbüschel als Dekoration. Fischen wir vielleicht ein bisschen den Rand ab. Und guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Danke fürs Zuschauen. Ja, hoffentlich einen schönen Sommer. Tschüss. Das war's von uns für diese Woche. Machen Sie's gut und bis bald. Und nicht vergessen, besuchen Sie uns auf unserer Facebook-Seite unter Kanal 3 Weststeiermark bzw. schauen Sie bei uns im Internet vorbei unter www.kanal3.tv. Danke vielmals.